Frau Sommer glaubt, dass Lara ein Verhältnis mit einem älteren Kerl hat, aber die Beschreibung passt nicht wirklich auf Ansgar. Aber Sie denken trotzdem, dass es ihr Ex ist? Ja. Ich kann sie nicht erreichen, hoffentlich hat er ihr nichts angetan. Sie geht nicht an ihr Handy. Lara? Du hast mich angelogen. Ich weiß, dass mein Vater noch lebt. Wer hat dir das gesagt? Ein Freund von Papa hat mir das gesagt. Ist das der Kerl, der dich von der Schule abgeholt hat? Wo weißt du das? Deine Lehrerin hat mich informiert. Ist das der Kerl? Ja. Wie heißt er? Was will er von dir? Hat er sich an mich rangemacht? Spinnst du? Er kennt Papa. Der Mann ist ein Krimineller. Ich pack's einfach nicht, dass du mich die ganze Zeit so belogen hast. Warum hast du das gemacht? Der Mann ist ein Lügner. Lara. Lara, du solltest dich jetzt wirklich beruhigen, okay? Und hör deiner Mutter zu. Nein, die ist eine Lügnerin. Und wer sind Sie überhaupt? Ein guter Bekannter? Ja, genau. Ich habe vorher noch nie was von Ihnen gehört. Ich bin Anwalt und vertrete deine Mutter. Sie sollten jetzt wirklich endlich mit Lara sprechen. Lara, ich weiß nicht, was der Kerl dir erzählt hat, aber dein Vater ist tot und der Kerl ein Lügner. Warum sollte er mich anlügen? Ich glaub dir nicht. Du hast mich total angeschissen und ich habe dir auch noch vertraut. Ich hasse dich! Lara! Warten Sie, ich übernehme das. Ich werde dir erklären, dass der Mann gefährlich sein könnte. Sie dürfen ihr nicht die Wahrheit sagen. Das mache ich auch nicht. Aber sie weiß es doch eh schon. Lara! Jetzt warte doch mal! Der Mann, mit dem du dich triffst, könnte ein Krimineller sein. Warum wollen Sie das wissen? Was geht dir das eigentlich alles an? Deine Mutter hat mich gebeten, mit dir zu sprechen. Es gibt nichts mehr zu reden. Findest du es denn nicht selber komisch, wenn ein älterer Mann sich mit dir als junge Mädchen treffen möchte? Er hat ja schließlich auch einen Grund. Er kennt meinen Vater. Das behauptet er. Aber was, wenn er andere Absichten hat? Er ist der Einzige, dem ich noch vertrauen kann. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Lara, jetzt bleib doch hier! Was willst du denn hier? Läuft wohl gerade nicht so toll mit Lara, was? Ansgar, bitte. Lara ist doch auch deine Tochter. Warum willst du ihr Leben kaputt machen? Noch weiß sie nicht, dass ich ihr Vater bin. Aber damit das so bleibt, sind morgen die 20.000 auf meinem Konto. Du willst mich also immer noch erpressen? Ich weiß nicht, wie ich so schnell an so viel Geld kommen soll. Das ist mir scheißegal. Morgen ist Zahltag. Sonst sage ich Lara alles. Verstört von den bisherigen Ereignissen sucht Tochter Lara endlich eine Antwort auf die Frage nach der wahren Existenz ihres Vaters. Was willst du denn hier? Ich bin Lara, ich bin mit Ansgar verabredet. Der ist nicht da. Aber ich habe doch gerade mit ihm telefoniert und er hat mir die Adresse hier gegeben. Da bist du ja. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Du bist der Einzige, dem ich noch glauben kann. Lara, komm, komm erst mal rein. Spinnst du, die Kleine hierher zu bringen? Mann, ich weiß selber, dass das keine gute Idee ist. Aber die hat so rumgeheult und mir leid getan. Du musst mir jetzt die Wahrheit sagen. Wer ist mein Vater? Lara, ich hab doch gesagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Warum verarscht ihr mich eigentlich alle? Meine Mama schwört doch immer, dass er tot ist und du sagst, du weißt, wo er ist, aber du verrätst es mir nicht. Willst du vielleicht irgendwas zur Beruhigung? Schokolade oder sowas? Hm? Die will ich. Die mag ich am liebsten. Essiggurken? Ja, die sind gut. Immer wieder habe ich mich gefragt, wie er wohl ist und wie er aussieht. Ich habe ja nicht mal ein Foto von ihm. Warum kann ich denn nicht zu ihm? Ja, weißt du, er hat beruflich im Ausland zu tun und schwer zu erreichen. Aber übermorgen kannst du ihn treffen. Versprochen? Ja. Wirklich? Ja. Kann ich heute Nacht hier pennen? Das ist keine gute Idee. Ich habe gerade echt keinen Bock auf meine Mama. Ja, aber deine Mutter wird ausflippen, wenn sie dahinter kommt. Wird sie aber nicht. Wieso? Hallo, Ann-Kathrin. Du musst mir einen Gefallen tun. Don't you worry, child.
Unternehmen wir später was? Kino oder so? Was ist das? Alles okay? Kino, bisschen schlecht. Ich bin im Moment total blank. Ich heb einfach von meiner Kreditkarte Geld für dich ab. Ich nehme noch kein Geld von dir. Die läuft auf meine Mama und die hat sowieso noch einiges gut zu machen. Naja, also ich weiß nicht. Die wird das gar nicht merken. Außerdem hat die eh genug. Wie viel brauchst du denn? Ah, gut, die letzte Miete, die muss ich noch nachzahlen. So ein, zwei Versicherungen. Ich heb einfach so viel ab, wie geht. Kann nie schaden. Also ich will aber nicht, dass du nachher deswegen Ärger bekommst. Die wird es überhaupt nicht merken. Okay. Also wenn du dir sicher bist? Ganz sicher. Hey, du bringst doch meinen Papa zurück. Dann musst du dir doch auch helfen. Nein. Bis später. Ja. Freu mich. Ich mich auch. Ciao. Hi. Moment, ich muss Schluss machen. Lara kommt nach Hause. Na, die kann was erleben. Warte mal. Die Bank hat gerade angerufen. Du hast insgesamt 4.000 Euro von unserem Konto leergeräumt. Na und, das ist doch meine Kreditkarte. Ja, die auf meinen Namen läuft. Was willst du mit dem Geld? Das ist doch das Mindeste, was mir zusteht, nachdem du mich so verarscht hast. Erst durch Ansgar habe ich erfahren, dass mein Vater überhaupt noch lebt. Ansgar ist ein krimineller Lügner. Du kennst ihn also? Ja, nein. Hast du ihm das Geld gegeben? Ja, hab ich. Er belügt mich wenigstens nicht. Ich weiß, dass Ansgar im Gefängnis war. Er hat mir alles erzählt. Und was soll es mit dem Anwalt? Er hat mir nichts getan, außer die Wahrheit zu sagen. Du kennst Ansgar doch gar nicht. Ich weiß, dass er ein Freund von meinem Papa ist. Und er wird mich zu ihm bringen. Lara, der nutzt dich aus. Er manipuliert dich. Er hat uns ausspioniert, nur um unser Geld zu kommen. Deswegen habe ich doch den Anwalt eingeschaltet. Er hat mich doch gar nicht um das Geld gebeten. Ich habe es ihm angeboten. Der Mann benutzt dich. Warum hast du mir nie was von meinem Papa erzählt? Da gibt's nichts zu erzählen. Er ist beim Unfall nach deiner Geburt im Ausland gestorben. Das weißt du alles. Warum hast du mir nie Bilder von ihm gezeigt? Ich habe keine mehr. Das ist doch komisch. Was ist denn mit seinen Verwandten? Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Fakt ist, dass dieser Mensch dich belügt und uns ausnutzt und an unser Geld will. Das interessiert Ansgar doch gar nicht. Ich verbiete dir, ihn wiederzusehen. Weil du nicht willst, dass ich meinen Vater kennenlerne. Du hast Hausarrest. Hey, was spinnst du? Was soll denn das? Zimmer. Lass mich! Geh in dein Zimmer! Lass mich! Ja. Das ist nur zu deinem Besten. Raus! Bringst du jetzt durch oder was? Lass mich raus, Mama! Lara? Aber an, Katrin, bis du dich wieder beruhigt hast. Lass mich erstmal in Ruhe, Lara. Vorländer? Gott sei Dank, Herr Vorländer, ich erreiche Sie. Lara hat Kontakt mit Ansgar. Sie hat unser Konto leergeräumt und ihm anscheinend das ganze Geld gegeben. Weiß sie jetzt, wer ihr Vater ist? Nein, sie glaubt, Ansgar ist ein Freund von ihrem Vater. Wir haben fürchterlich gestritten. Dann ist sie abgehauen durchs Fenster. Wissen Sie, wohin? Sie hat geschrieben zu ihrer Freundin, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, sie ist zu Ansgar. Ich habe sie eingesperrt. Und dann ist sie durchs Fenster. Das war keine gute Idee. Mir sind total die Nerven durchgegangen. Ich wollte nur verhindern, dass sie zu Ansgar geht. Was soll ich denn jetzt tun? Ich kümmere mich drum. Ich werde Lara finden. Okay. Dankeschön. Alles wäre einfacher, wenn Frau Klein ihrer Tochter die Wahrheit über Ansgar Henning gesagt hätte. Dann würde Lara auch erkennen, dass ihr Vater ein falsches Spiel mit ihr treibt und ihre Mutter erpresst. Ich werde jetzt Ann-Kathrin anrufen, um herauszufinden, ob Lara wirklich bei ihr ist. Und danach werde ich Laras Lehrerin aufsuchen. Ich hoffe, sie kann mir ein genaues Bild über das Verhältnis von Ansgar zu Lara geben. Immerhin hat sie die beiden ja auch beobachtet. Ist Ansgar Henning wirklich eine Gefahr für seine Tochter? Ich hoffe, die Polizei findet ihn bald.
Nach dem heftigen Streit mit ihrer Mutter ist Lara von zu Hause weggelaufen. Ihre Mutter wähnt sie bei einer Schulfreundin. Doch der Teenager will endlich wissen, wer ihr Vater ist und sucht deshalb zum wiederholten Mal Ansgar Henning auf. Meine Mama hat mir verboten, dich wiederzusehen. Komm erst mal rein. Wir haben total heftig gestritten. Sie sagt, du bist ein Betrüger und Verbrecher. Dass Papa tot ist und du nur sagst, dass er lebt, weil du in unser Geld willst. Das ist doch Unsinn. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch glauben soll. Bitte, sag mir jetzt die Wahrheit. Wer ist mein Vater? Ich halte es nicht mehr aus. Kann ich ihn nicht wenigstens anrufen? Vielen Dank. Möchten Sie eins von meinen köstlichen Drops? Nein, danke. Okay, aber jedenfalls vielen Dank, dass Sie so schnell Zeit hatten. Es ist ja auch eine ernste Angelegenheit. Lara ist weggelaufen. Wahrscheinlich ist sie gerade bei dem Mann. Bei ihrer Freundin ist sie jedenfalls nicht. Ich habe vorhin schon mit ihr telefoniert. Das ist ja fürchterlich. Sagen Sie mal, ist Ihnen eigentlich noch irgendwas aufgefallen, als Laras Vater sie abgeholt hat? Haben Sie sich vielleicht das Kennzeichen merken können? Leider nein. Ich habe alles schon Frau Klein erzählt. War er noch mal da? Ich glaube nicht. Ich konnte ihn nicht gut erkennen. Aber mir ist heute ein jüngerer Mann auf dem Schulhof aufgefallen, der dort rumgelungert hat. Wie sah der Mann denn aus? 1,70, 1,75 groß, schmales Gesicht, grünes Basecappy. Sah komisch aus. Und was haben Sie da eben bei dem Haus einer Ex-Frau gesucht? Ach, das ist das Haus von seiner Familie. Das war reiner Zufall. Hat er Lara angesprochen? Nein, das nicht. Aber er hatte die ganze Zeit den Schuleingang beobachtet. Und als ich ihn fragen wollte, was er hier macht, ist er einfach weggelaufen. Ich wusste doch nicht, dass es der Mann auch auf Lara abgesehen hatte. Lara. Ich bin dein Vater. Was? Ja, und ich hätte dir das alles schon viel früher sagen sollen. Aber es stimmt, ich bin dein Vater. Warum hast du es mir nicht gleich am ersten Tag gesagt? Ja, das hätte ich machen sollen, ich weiß. Ich hab so viel Mist gebaut die letzten Tage. Ich verstehe nicht. Ach, ich habe mit deiner Mutter noch einiges zu klären. Warum hat sie mir denn gesagt, dass du tot bist? Deine Mutter und ich, wir sind nicht im Guten auseinandergegangen, weißt du? Das gibt dir noch lange nicht das Recht, mich all die Jahre so zu belügen. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich hätte schon viel früher Kontakt zu dir aufnehmen sollen. Warum hast du das denn nicht? Ich weiß nicht. Ich war im Gefängnis und deine Mutter hat den Kontakt einschlafen lassen. Und ja, ich glaube, insgesamt wäre ich sowieso kein gutes Vorbild für dich gewesen. Aber jetzt bin ich da. Und wenn du mir noch eine Chance gibst, dann will ich dich, meine eigene Tochter, endlich kennenlernen und mit dir Zeit verbringen. Papa! Ist das ein Ja? Ja! Aber das wird deine Mutter niemals zulassen. Ich habe da eine Idee. Wie wär's, wenn wir einfach ein paar Tage wegfahren? Wie soll das gehen? Du weißt doch, ich bin total pleite. Vielleicht hilft das ja dabei. Ich hätte die Polizei rufen sollen. Machen Sie sich keine Vorwürfe. War das der Mann? Ja. Vielen Dank. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich muss jetzt ganz dringend los. Zahlen bitte. Ich übernehme das, ja? Wiedersehen. Wiedersehen. Ich muss dringend Lara finden. Ich befürchte, ihr droht nun auch noch Gefahr von Kevin Schulte. Und ich muss dringend rausbekommen, wo sich Ansgar Henning aufhält. Die Polizei hat ihn immer noch nicht ausfindig machen können. Allerdings hat die Polizei auch rausgefunden, dass er sich anders als behauptet, nicht bei seinen Eltern aufhält. Vor ein paar Tagen habe ich ihn hier in der Gegend angetroffen. Vielleicht treffe ich ihn ja heute wieder. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Herr Henning?
sah vorhin fast so aus, als hätte Ansgar Henning zwei Flugtickets in der Hand. Wenn der jetzt auch noch mit Lara das Land verlässt, dann macht er sich auch noch strafbar wegen Entziehung Minderjähriger. Der Ex-Häftling ist Anwalt Vorländer gerade noch mal entwischt. Doch zu sicher sollte sich Ansgar Henning in seiner momentanen Lage nicht fühlen. So, Herr Müller, was haben Sie denn herausgefunden? Als Herr Henning hier eingesessen hat, war er sehr gut mit Nils Lehngartz befreundet. Selbst als Lehngartz entlassen wurde, hat er Herrn Henning noch regelmäßig besucht. Haben Sie die Adresse von dem Mann? Ja, einen Moment. Straußenstraße 24 wohnt der Lehngartz. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Das war gerade der Direktor des Gefängnisses, in dem Ansgar Henning eingesessen hat. Ich hoffe, dass ich mit meinem Verdacht richtig liege, dass Herr Henning bei seinem Freund untergetaucht ist. Dienststelle 44, worum geht es? Hier spricht Rechtsanwalt Christian Vorländer. Ich brauche sofort einen Streifenwagen in die Straußenstraße 24. Ja, ich weiß selber, dass das mit der Reise ein bisschen riskant ist. Machst du jetzt einen auf Papa oder was? Hör mal, ich bin ihr Vater und ich will so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen. Und deshalb musst du gleich mit ihr abhauen. Und was mit den 20.000 von deiner Ex? Ach, ich scheiß auf die Kohle. Das ist mir viel zu riskant. Nachher werde ich noch verhaftet wegen der Erpressung und dann kann ich meine Tochter gar nicht mehr sehen. Ja, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Lara braucht mich und sie vertraut mir. Und es ist das erste Mal im Leben, dass mir immer was Gutes passiert. Wann fahren wir denn endlich los? Ich freue mich so auf Madrid. Natürlich auf die Zeit mit meinem Papa. Ja, wir sind gleich soweit. Ich suche nur noch mein rotes Shirt. Ah, hier. Warst du schon mal in Madrid? Haben Sie mich das letzte Mal verhaftet. Verdammt. Was ist denn los? Lara, kannst du mir vielleicht noch eine Stulle oder so schmieren? Ich habe noch gar nichts gegessen heute. Lara, mit Essiggurke. Ja, danke. Stimmt doch irgendwas nicht. Das ist für mich. Ich gehe dahin. Hey, ich hab dich erkannt. Wegen dir ist meine Mutter tot. Und ich musste alles mit ansehen. Was willst du? Ich will Gerechtigkeit. Deine Tochter soll auch ihren Vater verlieren, genauso wie ich meine Mutter verloren habe. Hör zu. Die Sache mit deiner Mutter, die tut mir unendlich leid. Und wenn ich das irgendwie rückgängig machen könnte, ich würde es machen, aber lass meine Tochter da raus. Ich träume jede Nacht davon, wie meine Mutter stirbt. Du hast mein Leben zerstört. Was ist denn hier los? Lara, geh zurück ins Haus. Dafür wirst du... Aufhören! Lassen Sie ihn los! Aufhören! Lassen Sie ihn los! Lassen... Lara, weg da! Lassen Sie ihn los! Lassen Sie... Geht's einigermaßen? Zum Glück sind Sie gekommen. Das Schwein hat meine Mutter umgebracht. Wir sind aber aus einem anderen Grund da. Gegen Sie wird ermittelt, wegen Erpressung von Werner Klein. Sie werden die Polizei wohl begleiten müssen. Was? Das ist doch gelogen. Lara, ich habe viel Mist gebaut in den letzten Tagen. Und dafür muss ich jetzt gerade stehen. Glaubst du wirklich, dass Lara dir je verzeihen wird, wenn sie rauskriegt, dass du sie all die Jahre so übel belogen hast, hä? Du bist doch kein Vater, du bist ein Krimineller, der im Gefängnis saß. Ich will dich nicht schon wieder verlieren. Das wirst du auch nicht. Lara, ich bring dich jetzt zu deiner Mutter. Die macht sich schon wahnsinnig Sorgen, okay? Und die Polizisten kommen gleich und kümmern sich um sie, ja? Im letzten Moment konnte Christian Vorländer Schlimmeres verhindern. Doch Lara macht sich große Sorgen um ihren Vater. Immerhin hat er als verurteilter Krimineller auf Bewährung eine Straftat begangen. Und so droht der Tochter, dass sie ihren gerade erst gefundenen Vater schon wieder verliert. One world, one family.
Kinder. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Setzen Sie sich. Vielen Dank. Ein Stück Kuchen? Oh ja, sehr gerne. Ich nehme das mal so runter. Ich muss mich noch mal ganz doll bei Ihnen bedanken. Ohne Sie wäre das Ganze hier wirklich völlig anders ausgegangen. Ich bin froh, dass Sie Ihrer Tochter endlich die Wahrheit gesagt haben. Ich glaube, das hätte ich viel früher tun sollen. Jetzt weiß ich, dass ich ihr den Vater nicht hätte vorenthalten dürfen. Ja, und dafür bin ich dir wirklich dankbar. Jetzt kann ich Lara jede Woche sehen. Das ist toll. Ich hätte dich auch im Gefängnis besucht. Na gut, das ist ja zum Glück nicht möglich. Ich habe 12 Monate bekommen, aber auf Bewährung. Haben Sie denn Arbeit gefunden inzwischen? Ja, Peter hat ihm einen Job in seiner Firma besorgt. Also das finde ich ja toll. Das zeugt ja wirklich von menschlicher Größe. Ja, danke. Wissen Sie eigentlich, wie es inzwischen Kevin Schulte geht? Seine Verteidigung wird wegen der psychischen Umstände auf Schuldunfähigkeit plädieren. Das heißt, er muss nicht ins Gefängnis, sondern kommt zur Therapie in die geschlossene Psychiatrie. Ich hoffe, er wird sein Trauma überwinden können. Ja, das hoffe ich auch. Und vor allen Dingen wünschte ich, ich könnte den Unfall und ja, meine Tat rückgängig machen. Aber das Wichtigste ist, dass ich jetzt Lara in meinem Leben habe. Und sie hilft mir dabei, ein besserer Mensch zu werden. Keinen Tisch zu machen und die Wahrheit zu sagen, kann schmerzhaft sein. Aber es ist der erste Schritt dafür, zerstörtes Vertrauen zurückzugewinnen und dass sich die Dinge zum Guten wenden. Ich bin froh, dass die Eltern endlich einen gemeinsamen Weg gefunden haben, für ihre Tochter da zu sein.